probier's jetzt. Ich kann es nicht essen. Warum nicht? Weil mir schlecht wird, Mann. Ist es jetzt? Igitt, Alter, guck mal, da ist sogar Fett noch drin. Ey, ich esse es nicht, Mann. Du nimmst jetzt ein Stück davon in den Mund. Guten Tag, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Bratwurst und Baklava International mit eurem kleinen Prinz Basti und mit Prinz Özcan, der gleich zu uns kommen wird. Heute werden wir wieder Spezialitäten und besondere Gegenstände aus einem anderen Land probieren und feststellen, aus welchem Land dieses kommt. Bisher haben wir fast immer komplett richtig gelegen. Ich bin sehr gespannt, was uns heute präsentiert. Und nun rufe ich den kleinen Osmanen mit seiner Glocke herbei. Alter, was ist los bei dir? Was ist mit dir los, ey, Junge? Ich sitze hier in dem scheiß Affenkostüm, warum kommst du hier rein, als wärst du Joko? Ja, weißt du, das Ding ist einfach, du hast sowieso immer Sachen an, die aus der Mode sind. Hm. Deswegen bin ich jetzt nicht so überrascht, wie du aussiehst. Hätte ich doch auch umgezogen, Alter. Ich dachte, wir tragen das den ganzen Tag. Ja, klar. Und deine rote Baskenmütze noch oben drauf. Ja, gut. Du bist echt ein Fisch. Bist du denn frisch? Geht's dir gut? Ja, ich bin frisch geduscht. Frisch geduscht? Ja. Hm? Das, was ich immer nach dem Sex mit dir mache. Ja, solange das Toupet sitzt, dann wollen wir doch mal unser erstes Objekt kommen lassen. Das ist ein bisschen wie Dinner for One für Perverse, oder? Basti? Ja, Özcan. Butler Rudi. Beginnen wir mit einem Drink. Dieses Getränk wird in einem gesuchten Land zu einer bestimmten Jahreszeit gang und gäbe. Okay. Danke. Wohl bekommst. Vielen Dank, auf dein Wohl. Das riecht wie Bier. Nein. Also so. Nee, das riecht wie. Starkbier. Das riecht ein bisschen wie. Calimocho war so das Billigste, wenn du dann Brusco gehabt hast und wolltest nicht dich total wegschädeln auf dem Feld mit 16. Weißt, das lief im Hintergrund Rednecks von einem Kassettenrekorder. Du hast ein bisschen rumgemacht und dann hast du Calimocho Rednecks. Getrunken. Aber für die, manche kennen Rednecks nicht. Wie heißt das Lied nochmal? Cut Nigel, Cut Nigel, la 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 la, Cut Nigel. Und jetzt wisst ihr auch, warum er bei Bratwurst und Baklava einfach der Dumme ist. Ich bin für die Musik zuständig. Und das riecht wie eine Mischung aus billigem Rotwein und Cola. Das schmeckt gar nicht schlecht. Schmeckt aber auch nicht gut. Aber es schmeckt nicht. Schmeckt ein bisschen. Was ist das? Nach so Hustensaft. Cola, oder? Ja, nee, so Hustensaft. Aber die haben gemeint. Guter Anfang, schmeckt gar nicht schlecht. Ja, schmeckt wie Hustensaft. Ja, Hustensaft. Also, weißt du, früher deine Oma immer Paradiescreme schön Hustensaft. Weißt du, wie Hustensaft? Weißt du, wie dich das weghaut? Hast du mal Hustensaft gezogen? Ja, ich. Nur geschnüffelt. Meine ich doch. Gezogen. Aber du musst mal richtig reinziehen. Vielleicht ist es so Coca-Cola für Arme. Weißt du? Bulgarien. So, dass die sagen so, in Bulgarien, die schreiben so drauf Coca-Cola. Coca-Cola. Ja, einfach ohne das A am Ende, weißt du? Da ist irgendwas drin, Weintraubiges. Das ist irgendwie als Maul, Alter. Wetten, dass da Weintrauben sind. Bist du jetzt ein bist du Feinschmecker jetzt? Ja, warte, was? Warte. Boah, spuck da jetzt nicht rein, Mann. Wollte ich immer machen. Kennst du das so vom Weintest? Ekel. Weißt kennst du doch vom Weintest? Ja, aber du hast noch so gesabbert ein bisschen. Die machen das stylisch und die machen nicht so. Wenn du Wein trinkst, dann musst du... Mach mal. Hast du jetzt runtergeschluckt, du dumme Schmecker? Du sollst doch ausspucken. Moruk, wir haben dafür gezahlt. Du hast hier gar nichts bezahlt. Okay, dann stell mal fest, lies mal vor, was es ist. Ich sag, das ist ein vergorener Traubenmost oder sowas. Ja, vergorener, du bist auch so ein Traubengesicht, Alter. Das ist Sauerkirsche, Mann. Nein. Natürlich. Das sind Weintrauben, ich schmecke das. Oder Rosinen oder irgendein Scheiß. Julmust. Dieses Getränk besteht aus Hopfen, Malz und etwa 30 anderen Zutaten. Das genaue Rezept sollen angeblich nur 3 Personen kennen. Die Limonade kam am Anfang des 20. Jahrhunderts auf den Markt, als eine Abstinenzbewegung in dem Land ihren Höhepunkt erreichte. Die Bewohner und Bewohnerinnen des Landes trinken die Limonade so gerne in der Vorweihnachtszeit, dass der weltweit größte Cola-Anbieter dort jährlich einen Verkaufsrückgang von 50% einbüßen muss. Man muss auch feststellen, dass Bastian Bielendorfer der hässlichste Mensch auf dieser Welt ist. Das haben die noch unten einfach hingeschrieben. Aber ist mit Sternchen, oder? Ja, das ist dann nochmal. Das war krass. Aber guck mal, ich glaube. Julmust? Julmust. Ich glaube, es ist so Finnland. Ja, ja, glaube ich auch. Ja, so ja. Julmust. Nächstes Produkt. Der Rudi ist super ausgebildet. Ist wirklich. Meine Herren? Der war schon der Butler von Queen Mom. Dieses Gerät wurde sicher nicht von einem Kinderspielplatz entfernt.
Weißt du, was das ist? Ich glaube, das ist was, um Katzenscheiße rauszufohlen. Aber warum sollte das in dem Land besonders sein? Weißt du, das ist so eine Schaufel, womit du die Katzen ins Katzenklo reingehst. Aus Katzenstreu kann man Dynamit oder sowas herstellen, habe ich mal gelesen, mit Benzin zusammen. Sollte man aber nicht tun. Also höchstens, wenn ihr über 16 seid. Dann gehst du mit in das Katzenklo, dann machst du es so, dann fällt die Scheiße, bleibt hängen und das Katzenstreu fällt durch. Aber warum kommt das jetzt in dem Land? Glaubst du, da gibt es viele Katzen? Vielleicht haben die besonders viele Katzen. Vielleicht sind es norwegische Waldkatzen und die scheißen aber die besonders haben ja nicht, viel. Oder das ganze Land besteht aus Katzenstreu. Das ganze Land? Ja. Katzenstreusieren meinst du? Gib mal her kurz, ja? Gib mal her. Das war jetzt aber echt gut geworfen. Ziemlich gut geworfen, ne? Ja, das war echt gut. Aber ich nehme jetzt mal hier ein Desinfektionstuch. Natürlich. Desinfizier das. Aber nicht wegen Corona, einfach weil du ekelhaft bist. Basti, das mit dieser Katzenstreu-Scheiße, das finde ich echt gut von dir. Aber ich meine, warum sollte das in diesem Land, das gibt's doch in jedem Tiermarkt wahrscheinlich. Ja, aber vielleicht haben die Katzenstreu erfunden. Das Land? Ja. Das Land hat vielleicht Katzenstreu erfunden. Und weißt du, welches Land das war? Jetzt halt dich fest, Alter. Das ist Schweden. Und das weiß ich sogar. Die Schweden haben das Katzenstreu? Ja, Schweden haben Katzenstreu erfunden. Wo, warum? Vor 14 Jahren. Vor 14 Jahren hat Igor Streusandien... Ja. Das ist ein Bügeleisen, Alter. Bügeleisen, ja. In deiner Kinderküche, weißt du, mit deinen... Warum denn nicht? Warum? Aber dieses Teil da hinten... Ja, und wie machst du es dann wieder raus? Es ist ja im Ende... Aber wie machst du die Kacke wieder raus, Alter? Ja, du schippst es nach vorne raus dann. Ja, und dann, wie machst du das Ding sauber? Gar nicht. Machst du das jetzt kaputt? Nein, aber ich guck nur, wie das zusammengebaut ist, Mann. Das ist nicht für Katzenscheiße. Okay. Das ist strange. Das ist nicht für Katzen. Aber nee, ist nicht für Katzenscheiße. Das ist für Gewürze. Willst du noch mal raten? Ey, weißt du, für was es ist? Weiß nicht. Das steht da auf dem Zettel. Mach mal kurz. Es ist ein Blaubeerenkamm. Ja, hab ich doch gesagt. Ja, hast du gesagt. Für Gewürze und Essen und so. Blaubeeren, dann stampfst du. Du stampfst es und dann gehen die Körner da rein, Alter. Nein. Du gehst damit am Strauch lang. Ein solcher Kamm dient zum Ernten von Beeren. Dazu wird mit dem Gerät durch den Strauch gekämmt, um die einzelnen Beeren von ihm zu lösen. Ja, hab ich doch gesagt. Das gesuchte Land ist bekannt für seine große Vielfalt an Beeren. Wir sind auf jeden Fall in Skandinavien. Ja, und deswegen kotze ich, weißt du warum? Wegen Katzenstreu. Ich kotze jetzt schon, weil die Skandinavier, es gibt kein Land auf der Welt, wo mehr Scheiße gefressen wird als bei den Skandinaviern. Die fressen diesen vergorenen Fisch. Morduk, jetzt kommt der vergorene Rotze. Fisch bestimmt, gell? Nee, Alter, niemals. Aber den musst du essen, Morduk. Du kannst mir den Arsch. Du kannst mir mal richtig am Arsch, richtig am Arsch. Hast du den Stuhl kaputt gemacht? Ja. Hast du den Stuhl kaputt gemacht? Es ist mein Stuhl, ich kann ihn kaputt machen. Meine Herren. Rudi. Ich serviere Ihnen als Nachtisch eine trockene Delikatesse. Trocken ist schon mal gut. Ich hoffe, sie wird Ihnen munden. Dankeschön, denn Rudi. Die schmecken Choc Güzel. Ist das aus der Türkei dann? Gibt es bei euch viel Beeren? Weißt du, was das ist? Das ist, Unser gemeinsamer Freund Micky Beisenherz frisst nur so einen Scheiß, weil er so Muskeln hat, weißt du? Ich weiß, was das ist. Das ist, Ich weiß, was es ist. Dried Meat, ja, aber ich weiß, wovon das ist. Vom Wildschwein. Rentier, das Rentier. Das Rentierfleisch? Das darf ich nicht essen. Warum nicht? Hat Mohammed gesagt, Rentier ist verboten, oder was? Nein, das ist wegen den Hufen. Boah, ist ekelhaft, Alter. Das riecht so richtig ekelhaft. Warum essen die Rentiere, Mann? Weil die nur scheiß Rentiere haben, Digga. Ja, dann sollen die doch Vegetarier werden. Ja, was sollen die dann essen? Beeren. Arme Rentiere, Mann. Was macht der Nikolaus? Soll ich dir mal was sagen? Seitdem diese Schweden auf der Welt sind, hat der Weihnachtsmann, der kann gar nicht mehr kommen, weil alle Rentiere hier so trocken, hier. Das sind meine Weihnachtsgeschenke. Deswegen kriege ich seit 30 Jahren nichts. Weißt du, was Rentiere auszeichnet? Die sind in der Lage, Schnee zu fressen. Ohne dass sie sich verkühlen und so. Ist schon ziemlich ja, wir können auch keinen Schnee essen, gell? Die schmecken ganz gut. Weißt du, was passiert, wenn du Schnee isst? Probier das jetzt. Weißt du, was passiert, wenn du Schnee isst? Weiß nicht, Kackeiswürfel. Nein, du wirst dann so dumm wie du. Nimm es. Probier es jetzt. Ich kann das nicht essen. Warum nicht? Weil mir schlecht wird, Mann. Ist es jetzt. Du kriegst Geld hierfür. Benimm dich. Du bist Gast. Igitt, Alter. Guck mal, da ist sogar Fett noch drin. Ja, was hast du denn gedacht, was da sonst drin ist? Ey, ich esse es nicht, Mann. Du nimmst jetzt ein Stück davon im Mund.
Oder ich fütter dich. So redest du abends mit mir immer. Ja, manchmal. Du nimmst davon ein Stück in den Mund. Dann sagst du, ey, da ist doch Fett dran. Mit deinem Nillekäse. Komm, iss das jetzt. Nimm den. Steh nicht so an. Mann, Alter, was bist du? Bist du Model oder was? Beiß da ab. Bist du eins von Heidis Mädchen? Ja, komm, rein damit. Lecker, lecker. Hm. Du hast nur so getan, als wenn du abbeißt, du Arsch. Zeig deine Zunge. Das schmeckt so ekelhaft. Überhaupt nicht. Das war gut. Richtig gut. Das sind alle wichtigen Rentierproteine. Bäh. Sogar wenn man spuckt, ist es ekelhaft. Dann lies mal vor über die Rentiere, bitte. Ist es Rentier oder was? Boah, langsam wird das doch ekelhaft. Das ist echt ekelhaft. Warum haben wir nicht Cola gekriegt? Oh, im vierten Stück wird so ein bisschen hundefuttermäßig. Hast du gesehen, Alter? Was? Rentiere, dein Gesicht ist ein Rentier, Alter. Diese Wildchips bestehen aus getrocknetem Elch, Hirsch und Rentierfleisch am Ende. Ha, ha, ja, aber am ha. Ende, am Ende. Ja, wie am Ende, am Ende. Am Ende, das ist so. Ist da Rentier drin? Ist da Rentier drin? Und werden in dem gesuchten Land gerne als proteinreicher Snack zwischendurch gegessen. Verstehst du? Haben die nichts von Eiweißshake gehört oder was? Warum fressen die das, Alter? Du kannst doch ekelhaft. Das ist ein karges Land, da sind 7 Monate Winter, die fressen halt so. Ja, dann sollen die halt wegziehen, Morok. Europa, du kannst dich frei bewegen. Komm nach Deutschland, wir brauchen ein paar Schweden. Wusstest du, dass der Elch, nee, es ist glaube ich eher Norwegen. Wusstest du, dass der Elch die größte Hirschart überhaupt ist? Boah, Basti, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Echt jetzt? Die leben größtenteils sogar, sie können sehr gut schwimmen und leben in Sumpfgebieten. Elche? Ja. Warum erzählst du mir so Geschichten mit dem Elch? Es ist einfach, mein Wissen über Elche ist aus. Du bist so wie bei Amazon, wenn unten steht, und Leute kaufen auch. Interessierten auch, nee, genau. Kauft er auch, wo ich mir denke, so, ist mir doch scheißegal. Ich wollte einfach nur dieses Buch. Welches Land, Schweden oder Norwegen? Oder Finnland? Hirsche leben nicht an kalten Orten. Doch. Nee, nicht an so kalten Orten im nördlichen. Ja, stimmt, der klassische tropische Karibikhirsch. Ja. Aber kein Scheiß, du hast keine Ahnung. Natürlich, Alter. Was? Hirsche leben nicht an kalten Orten. Das ist keine Ahnung, Alter. Hirsche kommen eigentlich aus dem Regenwald. Ja, genau. Regenwaldhirsch. Schweden. Du sagst was? Ich sag Schweden. Ich hab doch Schweden gesagt. Dann sag ich Norwegen. Wahrscheinlich Schweden. Es ist Schweden. Sie müssen, ich glaube, es ist Norwegen. Entscheiden. Egal, ob mit Verstand oder Bauch. Nur würfeln geht nicht. Ist nicht wie beim Aus Schach welchem Land kommen die Sachen? Ich sag Schweden. Er sagt auch Schweden. Nein. Ich sag Finnland. Ah, okay. Ich weiß gar nicht, wie finnische Flagge aussieht. Ich weiß es. Rudi, hau rein. Komm, lass knacken. Ah! Ja? Nee. Schmörebröt, Schmörebröt. Gewonnen, du, gell? Danke, Rudi. Du das hast ist Schweden, keine, gell? Das ist Schweden. Ja, wie das Schweden, gell? Du kennst die blöde Flagge nicht mal? Warst du noch nie bei Ikea? Ist mir doch scheißegal, Alter. Warum soll ich jetzt Schweden? Warst du mal in Schweden? Nein. Also, warum musst du dann die Flagge kennen? Das ist die Schwede. Weißt du, warum man eine Gelb Flagge? Gelb und blau ist ja, aber eine Flagge musst du normalerweise kennen, wenn du damals unterwegs warst, dann hast du halt die Flagge gesehen und so, ah, da ist Schweden. Aber wenn du in Deutschland lebst und nicht dorthin gehst, juckt mich das nicht. Das war wieder eine sehr aufschlussreiche neue Folge von Bratwurst und Baklava International. Uns interessiert natürlich auch, würdet ihr auch Rentier und Elch essen? Hättet ihr Bock drauf? Was ist das Verrückteste, was ihr jemals gegessen habt? Und seid ihr auch so kleine Sissis wie Özcan Kosa? Wenn ihr weiter uns folgen wollt, geht auf Subscribe. Ich weiß nicht, wo es ist, ist mir egal, wird eingeblendet. Wir küssen eure kleinen Elchgeweihe. Bratwurst und Baklava forever. Ja. Besser geht's nicht.